bin ich? Ja, hier. Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Horizon Zero Dawn. So, wir sind gerade aufgewacht. Und wir... Ja. Wir wurden hier, glaube ich, geheilt. Und also der Leib des Berges. Suche nach deinem Fokus. Genau, mein ganzes Zeug ist weg. Ist ja auch unbequem, darauf zu liegen. Okay, Rost ist auf jeden Fall, also höchstwahrscheinlich tot leider. Er hat sich für uns geopfert. Oh. Meine Sachen, gut. Und wo ist mein Fokus? Oh, hier, okay. Bin ich etwa im Heiligen Berg? Aber nur Stammmütter dürfen ihn betreten. Naja, wir haben Connection. Ich sehe meinen Bogen nirgends. Und diesen kaputten Fokus, den ich diesem Mörder abgenommen habe. Wo ist das alles? Vor allem, was super interessant ist, ist, dass die in so ein Bunker der alten Welt quasi eingebaut ist. Und das wurde dann zum heiligen Ort, aber die ganzen anderen sind ja verboten. Oder ist das nur verboten für Ausgestoßene? Könnte auch sein. Und da sind wir ja. Hier ist nichts. Ja, ich will nur ein bisschen rumschauen. Ich sollte weitergehen. Ja. Okay, dann gehen wir mal durch die Tür. Ich glaube, da müssen wir lang. Alter, überall diese Kerzen, ne? Ich empfange eine Art Signal. Welche Taste war das nochmal? Ah, okay. Sein, den Verdammt. Ich dem Mörder abgenommen habe. Er ist in der Nähe. Nein. Ich habe lange nicht mehr gespielt. Musste ich kurz mal schauen. Das sieht hier wie die Ruinen aus, in die ich als Kind gefallen bin. Ja, ganz genau. Die Nora haben diesen Ort nicht erbaut. Es waren die all da. Mit meinen anderen Sachen. Gibt's hier so einen Lüftungsschacht? Das ist eigentlich. Wie die ganzen Kerzen. Okay. Was kannst du mir zeigen? Sofort zum Missionspunkt. Vermeidet Kontakt zu den Nora-Wilden. Doch wenn man euch sieht, tötet die Zeugen. Bild der Zielperson im Anhang. Versagt nicht. Bild der Zielperson. Wahrscheinlich vier dann, ne? Ja. Wer sagt, dass ich genauso bin? Meine Mom? Bist du meine Mutter? Ups. Entschuldigung. Ich soll sterben, weil ich aussehe wie du.
Du bist wach? Du hast mich hergebracht. Schnell, du musst mir folgen. Wohin? Zu dem Ort, an dem du geboren wurdest. Ah. Warte mal. Die Musik ist ein bisschen laut gerade. Es ist besser, es zu zeigen. Gut, also wir werden verfolgt, beziehungsweise wir sollten sterben, weil wir die gleiche DNA haben wie die Frau. Dieser Hubschrauber, ne? Warum sind wir hier? Du warst dem Tod nah. Und bei seiner Mutter zu sterben ist heilig. Lanza wollte es nicht, aber Jessa stimmt mir zu. Die Lanzbanne. Werde ich sie sehen? Es ist kompliziert. Bitte komm einfach mit. Ah, cool. Das ist hier cool. Ähnelt meine Mutter mir. Bis auf die Haare. Das sollte unmöglich sein. Deine Mutter ist keine Frau, Aloy. Der Berg ist deine Mutter. Ich... Was? Was meinst du denn damit? Komm. Was ist das hier? Die große Kammer, in der die Urmutter den Metallteufel vernichtete und dich gebar. Was? Aloy. Das Erprobungsmassaker war erst der furchtbare Anfang. Unser Kriegstrupp, der hinter den Mördern her war, wurde überfallen und abgeschlachtet. Was hat das mit meinem Geburtsort zu tun? Nun, ich hoffe alles. Und hier haben wir dich gefunden. Du hast geschrien. Wir sahen nach und da warst du. Ich lag da einfach? Ja. Meinst, ich kann durch diese Tür? Daran habe ich immer fest geglaubt, dass du dem Leib des Bergs entsprungen bist. Es war ein Geschenk der Urmutter selbst. Doch andere, wie Lansra, sahen dahinter vielmehr eine dunkle Macht. Kein Geschenk, einen Fluch. Aber das ist keine Göttin. Aloy! Das ist eine Tür. Mit Leuten dahinter. Meine Mutter? Oh. Oh. Identity-Scan wird durchgeführt. Die Göttin spricht. Wie die Frau, die ich sah. Fehler. Alpha Registry beschädigt. Identität nicht bestätigt. Zutritt verweigert. Nein. Aloy, die Urmutter sprach mit dir, als ob sie dich kennt. Hast du nicht zugehört? Sie hat mich nicht erkannt. Wegen der Verderbnis. Das waren ihre Worte. Also, wenn du die Verderbnis heilst, wird sie dich erkennen. Und wie sollte das gehen? Du hattest Visionen von einer Frau mit kurzem Haar? Ja, die Mörder wollten mich... Weil ich wie sie aussehe. Aber sie sind unüberwindlich.
Haben wir denn keine andere Spur? Olin. Er war einer der Fremden. Am Tag vor der Erprobung. Die Mörder sahen mich durch ihn. Er lebt im Meridian. Dann musst du das Heilige Land verlassen. Ich war immer eine Ausgestoßene. Warum nicht auch Verbannte? Psst, es geht auch anders. Komm, dann machen wir es so. Und wieso? Du sagtest, der Stamm könnte ausgerottet werden. Wie kommt das? Nach dem Massaker bei der Erprobung schickten wir einen großen Kriegstrupp nach den Mördern aus. Mehr als die Hälfte starben. Wie wurde der Kriegstrupp besiegt? Die Mörder kämpfen nicht allein. Auf irgendeine Art beherrschen sie die Maschinen, verderben sie, machen sie verrückt. Die Mörder sind geflohen? Ja. Und jetzt fällt meinen Mitstammmüttern nur noch ein, die Hymne der Buße zu singen und die Urmutter um Gnade zu bitten. Als ob sie nicht will, dass wir uns selbst helfen. Und was ist dein Plan? Dies hier ist mein Plan. Dir deinen Geburtsort zu zeigen, damit du deinem muttergegebenen Schicksal folgen kannst. Die anderen Stammmütter warten auf uns. Lass mich reden. Wie sie uns nicht sagen will, was ihr Plan ist jetzt. Also, ja, wie wir dann nicht zur Verbannten werden. Ist es getan? Ja. Sie weiß es. Schwestern, die Göttin hat zu Aloy gesprochen. Sie soll die Verderbnis heilen. Ha! Und wie soll sie es machen? Sie muss dazu unser heiliges Land verlassen. Als Sucherin? Wenn die Göttin es so will, muss es sein. Ihr nennt dieses Ding eine Sucherin? Schwester! Ich bitte dich, Lansra, sei vernünftig. Das wird eure Sünde, nicht meine. Schickt sie suchen, auf dass wir sie nie wiedersehen. Lovely. Aloy, bei der heiligen Gnade der Göttin weihen wir dich hiermit zur Sucherin des Nora-Stammes. Nichts steht deiner heiligen Aufgabe jetzt im Weg. Möge die Urmutter dich schützen und stützen. Bleib dir treu. Ich bereite die Hymne vor. Ja, das war's. Wir alle hoffen auf dich. Tolle Hymne. Tirsa, was ist ein Sucher? Du. Und hier ist dein Zeichen. In Zeiten der Not können die Erzmütter einen Sucher weihen. Einen würdigen Krieger, der große Ziele erreichen soll. Wo auch immer diese Ziele ihn hinführen. Auch außerhalb des Heiligen Landes? Ja. Und mit dem Recht, nachher wieder zurückzukehren. Oder wenn es notwendig wird. Ich kann überall hin. Andere Sucher. Ja, machen wir mal. Was kann ich noch tun? Ja. Überall hingehen. Ich kann also überall hin. Ohne Einschränkung. Sogar an verbotene Orte, wie die verdorbenen Lande, fern der Urmutter. Oder die Ruinen der Metallwelt. Gut. Gut. Warum nennt ihr die Lande jenseits des Noralands verdorben? Muss man das fragen? Unser Land ist heilig. Wir leben im Blick der einen Göttin, der Urmutter, der Quelle allen Lebens. Jenseits ihres Blicks liegt ein weites verlorenes Land, spirituell unrein. Deshalb ist es uns verboten, dorthin zu gehen. Aber der Suchersegen wird dich schützen. Warum sind die Ruinen der Metallwelt verboten? Das sind schlechte Orte, Aloy.
dunkel und böse, wie die Kinder des Metalls, die sie bauten. Als sie die Urmutter umbringen wollten, löschte ihr Zorn ihre Städte aus, aber nicht ihre Sünden. Ihre uralte Bosheit haust in den Ruinen, um jeden zu verführen, der so dumm ist, hineinzugehen. Aber ich war in einer Ruine. Es sah fast wie im Innern der Urmutter aus. Es sah genauso aus. Das kann gar nicht sein. Es ist so. Dann ist das etwas, was ich nicht begreife. Du wirst die Wahrheit wohl herausfinden. Ja, das finde ich cool, dass sie ihr zugibt, dass sie es nicht begreifen kann. So, und nicht, ja, ablenkt. Gab es schon andere Sucher? Es gab sie, aber wenige. Und die meisten von ihnen kehrten niemals zurück. War Rost ein Sucher? Nein, ein Sucher nicht. Ja, was dann? Was hältst du von mir geheim? Jetzt ist nicht die Zeit, Aloy. Vielleicht ein andermal. Das sagen die immer. Mann. Vor allem, ich werde jetzt in ferne Lande gehen und vielleicht sterben. Warum nicht jetzt? Oh Mann. Also jetzt wäre wirklich der perfekte Zeitpunkt. Aber naja. Das machen die ja immer. Mit Rosts Leiche passiert. Es war leider nur sehr wenig von ihm übrig. Aber was da war, begruben wir dort, wo er dich großzog. Mit Blumen auf dem Grab. Oh. Danke. Das ist schön. So viele mussten leiden. Kann ich etwas tun, um zu helfen? Am wichtigsten ist, dass du den Zweck erfüllst, den die Urmutter für dich vorgesehen hat. Du weißt doch auch nicht, was das bedeuten soll. Dann finde es heraus. Wenn du jedoch erkennen solltest, dass es Teil des Zwecks ist, dem Stamm zu helfen, dann tu das bitte. Zweifellos sind überall im ganzen Becken Leute in Not. Nebenquest. Juhu. Du sagtest, ein Nora-Kriegstrupp hat die Mörder verfolgt. Ja, aber er wurde hinterrücks überfallen. Wenige konnten entkommen. Und zumeist schwer verwundet. Weißt du, wo die Mörder sind? Nein. Aber frag doch Varl, einen Krieger, der die Tore des Beckens bewacht. Er hat den Hinterhalt überlebt. Er weiß sicher mehr. Ich sollte jetzt gehen. Zuerst musst du zu den Toren des Beckens gehen. Sprich mit Varl. Er zeigt dir den Weg nach Meridian. Wenn irgendein Nora dich aufhalten will, dann zeige, dass du eine Sucherin bist. Werde ich. Danke, Tiersa, für deine Hilfe. Die Urmutter segne und beschütze dich. Urmutter, höre die Stimme deiner Nora-Gläubige, Kinder mit dieser Hymne. Wir wollen beginnen. Reinigt euer Herz. Bitten wir um Vergebung für die Sünden, die uns ins Elend gestürzt haben. So. Wenn die Stammmütter ihre Stimmen erheben, werden wir einstimmen. Fangen die jetzt an? Sollen sich die ungläubigen Kaja doch hinter ihren Festungen und Grenzen verstecken? Die Nora werden die Verbreitung der Verderbnis bekämpfen. Unsere Hymne deine Ohren erreichen. Bitte vergib den Nora. Die Ausgestoßene. Sie hat also überlebt. Ja, und ich habe alle gerecht. Naja, noch nicht. Urmutter, gib mir Kraft, damit ich deine Erde lerne. Wissen die eigentlich, dass ich Erster geworden bin? Wenn ja, woher? Noch mehr Regen. Meine Stiefel werden ganz nass. Passiert. Sie hat viele gerettet. Sie ist ein Glück für den Stamm. Oh. Nett von dem. Cool. Ist eigentlich Varl nicht der die Wache zu dem Kloß gewesen? Das wäre echt lustig. Also, natürlich nervig, dass so die Abwehr von dem ganzen Dorf leitet. Aber
Ist anscheinend so, dass wir jetzt kaum mehr Wachen haben, beziehungsweise also nicht kaum mehr, sondern sehr wenige. Heilung, ein bisschen von Tee, noch das mehr. Das koche ich später noch. Ganz genau. Also ja, also ich stehe im Regen und... Macht mir das Tor auf. Dann musst du mit dem neuen Kriegsherrn sprechen. Rash, auf dem Wall. Rash. Ach da, und wer war... Sollte ich nicht mit... Wir haben unsere Pflicht, das Heilige Land zu schützen, nicht erfüllt. Urmutter sei uns gnädig. Sollte ich nicht mit den Wahl reden? Hier regnet es durch. Ist keine Ausgestoßene mehr. Ja, ganz genau. Ich bin keine Ausgestoßene mehr. Ich bin jetzt Sucher. Aloy! Aloy! Ja, ich stehe neben dir. Der Urmutter sei Dank. Du bist am Leben. Mhm. Ich komme gleich zu dir. Viele Pfeile hier. Nimm dir doch welche mit. Ah. Das ist gut. Medizinbeutel voll. Ich bin so froh, dass es dir gut geht. Mhm. Die Ausgestoßene nähert sich. Ignoriere sie. Setz den Bericht fort. Es soll im Becken angeblich einen Dämon geben, ein Ding aus dunklem Metall, das alle Maschinen verderben kann. Wo ist er hergekommen? Man sagt, er durchbrach die Tore des Beckens. Wer ist Mann? Warl und seine Leute wollten ihn stoppen, aber der Dämon war zu schnell, zu mächtig. Warl ist närrisch mit seinem Tor. Hier, bei Mutters Wacht, leisten wir unseren Widerstand. Bis hier sind es 8 Gruppen aus Mutters Wacht. Ah, Warl ist der ganz außen. Ah. Alle wahren Nora werden gemeinsam die Hymne singen. Stehen wir bei. Okay, dann gehen wir erstmal ins Leben. Ich hörte davon, aber ich war nicht sicher, bis ich dich gerade sah. Schön, dass es dir gut geht. Du trägst sogar die Tunika, die ich genäht habe. Welche Ehre. Eigenlob. Naja. Was genau hast du über mich gehört? Dass du verletzt bist und beinahe tot. Und dann bestand Erzmutter Tirsa darauf, dass du im Innern der Urmutter heilen sollst. Das war ein Trubel. Nur Stammmütter dürfen den Berg betreten. Doch, du hast es verdient. Die Überlebenden haben jedem erzählt, wie du für sie gekämpft hast. Ich habe nicht allein gekämpft. Ah, es gab nur Überlebende. Perfekt. Sie haben auch Bast und Vala erwähnt. Und Rost, der Mann, der mich aufzog. Er kämpfte für mich und starb dabei. Von ihm haben sie nichts erzählt. Aber ich weiß noch, er war da, als du mich gerettet hast. Ich weiß noch, er stellte sich vor dich, als mein Vater zu schreien anfing. Wenn er dich durch seinen Tod gerettet hat, Aloy, hatte er sicher nicht bereut. Hm. Ja, schön. Was machst du hier mit Bogen und Speer, Tab? Du bist näher, kein Krieger. Viele Krieger sind tot oder verwundet, Aloy. Jemand muss Mutters Wacht schützen, also helfe ich hier aus. Ich komme zurecht, solange ich die Pfade der Krieger meide. Stimmt's? Mach mir das Tor auf. Weißt du eigentlich, wie gefährlich es da draußen ist? Ich muss hier jetzt durch. Dann musst du Resch fragen, oben auf dem Wall. Er ist jetzt Kriegsherr. Ich weiß nicht, ob er dir hilft. Ah, Resch ist es. Resch ist der, die Klowache. Ne? Welche Gefahren drohen im Becken? Sind die Mörder noch dort? Nein. Die sind längst weg. Der Kriegstrupp verfolgte sie. Und, wurde abgeschlachtet. Sie haben böse Macht über die Maschinen. Sie verderben sie und
lassen sie dann an ihrer Seite kämpfen. Und diese Kampfmaschinen, sie sind im Becken? Ein paar sind durchgebrochen. Und wie ich hörte, ist es außerhalb noch viel schlimmer. Glaub mir bitte, das ist keine Zeit zum Verreisen. Ja, ich verreise ja auch nicht. Warum sollte Resch nicht helfen? Naja, er sagt gemeine Sachen über dich. Bin ein mutterloser Fluch, Ausgestoßener, so in der Art. Ah, ja, ja. Ist ja. Ich wünschte, er wäre nicht Kriegsherr, aber Sona verschwand nach dem Angriff. Sie sagen, sie verfolgte die Mörder ganz allein, ohne Hilfe. Wer ist Sona? Sona war die Kriegsherrin. Sie wird aber seit dem Angriff auf den Kriegstrupp vermisst. Du kennst sie bestimmt aus Mutterherz. Eine große Frau, dunkle Haut und lange weiße Haare. Ihre Tochter war bei der Erprobung, aber sie starb. War Vala ihre Tochter? Ja, no. War sie. Ich mochte sie. Die war cool. Ich auch. Ich muss jetzt gehen, Ted. Mach's gut, Aloy. Let's go, let's do this. Ja, ja, das ist wahr. Juhu. Na du? Ich muss durch das Tor. Und seit wann interessiert es mich, was ausgerechnet du musst? Seitdem ich eine Sucherin bin. Und natürlich seit ich eine Sucherin wurde, öffne das Tor. Du? Sucherin? Sind Tirsa und Jessa jetzt verrückt? Schlimm genug, dass du bei der Erprobung warst. Wenn du verletzt bist, bringen sie dich in den Heiligen Berg, um dich zu heilen? Kein Wunder, dass wir verflucht wurden und unsere Kinder zu Grabe tragen müssen. Na, du bist ein Niemand. Pass auf, was du sagst. Du entehrst die Toten. Du bist ein Niemand. Ja. Ja, ich mach mal. Wie kannst du so herzlos sein? Ich kämpfte mit diesen Kindern, Schulter an Schulter, Rücken an Rücken. Ich sah sie sterben. Und jeder von ihnen als wahrer Nora hätte dir einen Pfeil reinjagen sollen. Resch, komm jetzt. Ruhe! Ich bin dein Kriegsherr. Und ich eine Sucherin, geweiht von den Erzmüttern. Also öffne das Tor und ich werde verschwinden. Je schneller du hier verschwindest, desto besser. Ja, dann laufen nicht so viel, du Depp. Willst du mich küssen? Was war das? Mit ihnen. Er kontrolliert sie. Macht euch bereit! Was hast du hergelockt, du mutterloser Fluch? Tötet sie, Krieger! Tötet sie alle! Das erinnert mich ein bisschen an den Bud Spencer und Terence Hill. Wir bekämpfen einen Fluch, einen Dämon. Mutter, gib uns Kraft. Es ist soweit. Ich muss auf Position. Da kommt er. Dieses Mäuschen. Angriff! Passt auf die Läufer auf. Sie sind verrückt geworden. Ich glaube,
Wow, okay, dann habe ich ihn nicht mehr. Gut. Krieger, macht euch bereit! Wir bekämpfen einen Fluch, einen Dämon! Mutter, gib uns Kraft! Es ist soweit. Ich muss auf Position. Und da kommt er! Angriff! Pass auf die Läufer auf! Sie sind verrückt geworden! Gläubige Krieger treffen sich. Unter den Mördern bei der Erprobung. Wie kann er andere Maschinen übernehmen? Zeig's mir. Sie haben dir gehorcht. Wie? Das. Damit machst du das. Es verbindet sich mit dem Fokus. Kann ich das verwenden? Probieren wir es aus. Bloß ein paar Drahtschlingen. Das sollte halten. Ich muss es nur noch testen. Aloy, wie hast du das gemacht? Du tötest den Dämon und weidest ihn komplett aus. Ja. Die Kontrolle über die Maschinen. Ich glaube, ich weiß, wie es geht. Ich will es an einer Maschine testen. Es sind viele Läufer auf dem Weg zu den Toren des Beckens, glaube ich. Ja, ich ganz genau. Und zu den Toren wollte ich ja ohnehin. Ich muss mit Wahl sprechen. Ich wusste, dass du anders bist, Aloy, aber... Aber was? Ich glaube, du bist ein Segen der Urmutter. Egal, was Rash sagt. Danke, Tab. Aber ich muss jetzt los. Das musst du. Ich denke an dich. Krieger, das Tor muss sofort repariert werden. Und wenn ihr es zusammenflicken müsst, macht hin! Ja. Also wirklich ein toller Typ. Gar nicht mal schlecht. Läufer hier. Stufe 7 erreicht, ja, nice. Schlag von unten. Eine starke Schlag. 15% mehr Damage. Ja, ist ganz nice. Kritischer Treffer.
Das ist hier Präzision. Das ist auch ganz nett. Unauffällig, ausreichend Talent. Oh, das ist wahrscheinlich später dann sehr wichtig. Pickup im Ritt. Das mache ich wahrscheinlich dann auch das nächste Mal. Oder also sobald ich reiten kann. Anführerschlag. Oh, das mache ich. Das ist extrem wichtig. Und Schlag von unten ist ja auch cool. Cool, ich kann beides machen. Yes. Ja, nice. Steine. Na. Fesseln sein, Prinzessin sein. wo kann ich die nochmal hin? Ah, hier. Ah, genau. Super. Aber irgendwie, es gab noch ein. Ah, ich brauche Draht und Zünder. Es gab. Es gab irgendein Kürzel, das muss ich noch herausfinden. So, Hauptquest ist natürlich Sucherin vor den Toren. Okay. Ich wette, bis dahin gibt es noch sehr, sehr viele andere Nebenquests. Ich bin fertig mit dir, Ausgestoßene. Ich bin eine Sucherin. Ich würde den so gerne herausfordern. Dann sehen wir ja, wer hier der Bessere ist. Gut. Ich muss eine Maschine finden und dieses Überbrückungsgerät testen. Dann speichern wir hier mal schnell. Und dann würde ich sagen, ja. Das nächste Mal werden wir durch das Tal gehen und reiten lernen, hoffe ich. Mal schauen. Gut. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Bye-bye.